8 Uhr morgens. Trucker-Küken Katrin, genannt Tinker, ist auf dem Weg nach Baden-Württemberg. Schon seit 2 Stunden ist sie unterwegs. Ein straffer Tag liegt vor ihr. Diese Klischees mit dem Zeitdruck, die sind ja auch nicht unbegründet. Natürlich haben wir Zeitdruck. Wir haben halt oft auch mit Terminen zu tun. Und wenn dann irgendwo Stau ist oder das klemmt mal irgendwo, natürlich habe ich dann Zeitdruck. Und heute ganz besonders. Morgen steigt ein riesiges Trucker-Treffen im Westerwald, nahe ihrem Heimatort. Ein absoluter Höhepunkt in Tinkas Kalender. Sie will unbedingt pünktlich zu Hause sein, damit sie für das Trucker-Treffen alles vorbereiten kann. Vorher gilt es aber, den Job zu erledigen. Nach ihrem zeitigen Start in Weilerswist fährt Tinka zum Abladen nach Vaihingen. Danach gibt's neue Ware in Karlsruhe. Zur Zwischenlagerung in der Heimatspedition in Weiherbusch. Insgesamt eine Strecke von 670 Kilometern. Tinka hat Glück. Zumindest die Hinfahrt nach Baden-Württemberg verläuft ohne Probleme. Jetzt muss sie nur möglichst schnell ihre Drogeriewaren loswerden, die sie auf dem LKW hat. Moin. Moin. Hallo. Hallo. Okay. Immer Stempel drauf. Immer auf das. Super, danke. Hey. Für den Bürohund ist weiblicher Truckerbesuch offenbar eine willkommene Abwechslung. Ganz uwirisch heute. Wo kann ich denn dran? 30, 31, 32 genau. Oder so? Genau. Super, genau. Alles klar. Dankeschön. Alles klar. Tschüss, schönes Wochenende. Volltreffer. Bislang läuft Tinkas Tag wie geschmiert. Zum Glück ist hier heute gar nicht so viel los. So, jetzt stelle ich einen Anhänger ab. Weil ich das Glück habe, dass noch eine Rampe daneben frei ist, dann schnappe ich mir die auch gleich noch. Tinkas Rangierkunst beeindruckt auch so manchen erfahrenen Kollegen. Manfred, rauch nicht so viel. Rauch nicht so viel. Nee. Ja, Tinka ist in ihrem Beruf, was sie macht, als Trucker ist sie 1A, was ich so beurteilen kann. Und da kann sich so mancher Mann eine Scheibe von abschneiden. So ein Kompliment geht natürlich runter wie Schmieröl. Mach ich, du auch, Tim Manfred! Trucker untereinander respektieren sich. Alter, Kleidung, Mundart, alles egal. Für Tinka ist heute vor allem eines wichtig. Wird sie es zum Trucker-Treffen am nächsten Tag schaffen? So, dann rufe ich mal bei der Dispo an und frage mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja, dass es bei Karlsruhe geblieben ist. Halli, hallo. Hi. Ich habe in Vaihingen abgeladen, bin schon mal los. Ist es denn bei Karlsruhe geblieben? Ja, ist bei Karlsruhe geblieben. Okay, super. Dort bekommst du 57 Paletten, 34 Stellplätze. Ja. Für Weilerswist. Ja, alles klar, super. Da weiß ich Bescheid. Ciao. Trotz ihrer guten Laune, Tinka will pünktlich zu Hause sein. Aber die Route bereitet der Truckerin Sorge. Sie weiß, dass gleich ein baulicher Engpass kommt. Jetzt bloß kein Gegenverkehr. Ich verfluche diese Kurve hier. Dann donnern die da lang. Da muss der nur mal mit dem Spiegel irgendwie an mich drankommen. Ich hab echt ein bisschen Angst. Trucker-Küken Katrin, genannt Tinka, macht Strecke. Sie will morgen auf ein großes LKW treffen und möchte heute Abend noch ihren 40-Tonner namens Maggie auf Hochglanz polieren. Bisher läuft alles gut. Beste Stimmung auf 3 Metern Fahrhöhe. So, geladen und auf dem Heimweg. Das Laden in Karlsruhe ging super schnell. Also ich habe, glaube ich, keine ganze halbe Stunde gebraucht. Das ging ratzi fazzi. Ihr Kult-Scania schafft 89 km/h bei freier Strecke. Also wenn es soweit läuft, müsste ich normalerweise spätestens um 6 in der Firma sein, was ich super finde. Kollege Adi will ihr auf ihrer Strecke von Karlsruhe nach Weiherbusch helfen. 260 Kilometer liegen noch vor Tinka. Yep. Ja, auch, ja. Du kannst bis zur 67 locker fahren, ne? Ja, ich habe eben noch mal geguckt. Jetzt stehen nur noch 4 Minuten da. Nee, das stockt ab und zu ein bisschen, aber Stau ist keiner mehr. Fährst du die 67 hoch, oder was? Ja. Ja, dann fahre ich auf die 67. Kannst du direkt auf die 3 fahren.
Das machen wir so, Otti. Alles klarer. Tinker kann sich über mangelhafte Kollegialität in ihrem Job nicht beklagen. Also unter Kollegen jetzt, Spedition intern, sagen wir uns Bescheid. Das macht man schon und das machen auch andere. Einfach um die Kollegen dann vorzuwarnen. Unterwegs mit Tinker kommt man nicht umhin, ihren Körperschmuck zu besprechen. Der linke Unterarm, da steht Vale in Terra, Semper in Cor de Meo. Das ist Latein und heißt ein Abschied auf Erden, aber im Herzen für immer. Das habe ich mir machen lassen. Als mein Ex-Freund gestorben ist, der ist mit 30 Jahren ganz plötzlich über Nacht verstorben. Der ist im Schlaf einfach, ist das Herz stehen geblieben. Und das war schon echt nicht schön. Also es war eine echt beschissene Erfahrung gewesen. Da habe ich auch mega lang dran zu knabbern gehabt. Und einfach so als Erinnerung habe ich mir dann das Tattoo machen lassen. Für die Leute, die den kannten, die denken alle gerne an den zurück und war halt auch ein ganz toller Mensch gewesen. Seit einem Jahr gibt es einen neuen Mann namens Tobi in ihrem Leben. Doch Ex-Freund Basti bleibt unvergessen. Der war ähnlich wie der Tobi, also auch so ruhig, ausgeglichen, freundlich und hilfsbereit und der sorgt sich und ist aufmerksam. Tinker sehnt sich danach, schnell nach Hause zu kommen. Die Woche war hart. Und sie will morgen fit für das Trucker-Festival sein. Ja, so ein bisschen müde bin ich schon. Die ganze Woche über merkt man es weniger. Aber freitags zu Hause abends oder manchmal auch schon auf dem Heimweg, da, ja, dann macht sich das dann schon so ein bisschen bemerkbar, dass die Woche doch recht straff war. Vielleicht zu straff. Tinker entgeht, dass sie die Abfahrt verpasst hat. Vollgas in den Stau. Jetzt bin ich doof gewesen. Normalerweise wollte ich über die 67 fahren. Fahre aber jetzt auf die 5. Jetzt muss ich mal hoffen, dass hier auf der 5 nicht ganz so viel Verkehr ist. Die A5 und die A67, die laufen eine ganze Weile ziemlich parallel. Das heißt, man hat dann immer eine Ausweichmöglichkeit. Vorausgesetzt, man nutzt diese Ausweichmöglichkeit auch. Problem, ihre Lenkzeit tickt runter. Tinker bleiben rund 2 Stunden für 200 Kilometer. Das war dumm, jetzt über die A5 zu fahren, weil ich glaube, über die 67 wäre es besser gelaufen. Vor allem hätte sie keine Zeit verloren. Tinker will unbedingt aufs Trucker treffen. Stattdessen schlägt sie sich mit rücksichtslosen Autofahrern herum. Tinker hat die Abfahrt verpasst und landet unnötig im dicksten Stau. Dabei will sie unbedingt schnell nach Hause, denn am nächsten Morgen möchte sie auf die Trucker-Party des Jahres. Aber ihre Lenkzeit läuft aus. Heißt, nach 4,5 Stunden Fahrzeit muss der Truck erstmal stehen. Die Folge: Stress. Hier, jetzt kommt rechts einer vorbeigefahren. Links will auch noch einer hierher. Alter, fällt einem echt, da kommt noch einer. Habt ihr sie denn überhaupt noch alle? Rechts über, da ist überhaupt keine Spur mehr. Da wird von ganz hinten am Stau vorbeigefahren. Und hier kommt links einer, da kann ich keinen Platz machen. Und der zerdonnert sich bald sein Auto an meinem LKW. Wie in solchen Deppen hast du dann Schramm am LKW. Und dann heißt es wieder, die blöden LKW-Fahrer, der hat nicht aufgepasst. Da kriege ich einen Föhn bei sowas, echt. Ohne ein Wunder schafft sie es nicht mehr nach Hause. Zu allem Überfluss steht noch ihre Zwangspause an. So, bisschen schief, nicht schön, aber selten. Hauptsache Feierabend. Ha! Nein, Hauptsache Pause. Feierabend muss ich ja noch ein kleines bisschen mich dulden. Oh. Trucker müssen nach 4,5 Stunden Fahrt mindestens 45 Minuten pausieren. Das gilt natürlich auch für Tinker. Endlich darf sie weiter. Ja, die halbe Stunde Pause, die hat echt gut getan jetzt.
Zum einen, weil ich noch mal auf Toilette gehen konnte und mir noch mal Kaffeenachschub reinpfeifen konnte. Und zum anderen auch einfach, dass sich der Verkehr jetzt noch mal ein bisschen aufgelöst hat. Jetzt ist halt der große Schwung vorbei. Das ist ja auch echt, echt gut jetzt, weil wenn das jetzt mit Stau weitergegangen wäre, dann wäre ich, glaube ich, ausgeflippt. Was Tinka derzeit nicht auf dem Schirm hat, egal wie frei die Strecke ist, sie wird es nicht mehr auf den Hof schaffen. Doch jemand anderes hat mitgedacht. Der Tobi? Hallo? Hallo, Schatz, na? Hi. Bin noch mal ein Weg? Ja. Ja, ich hab vorhin mal ein PC gesehen, da konnte man sehen, dass irgendwie schon so stockend lief alles. Ja, der Holger stand... Aber das kommt gar nicht mehr ganz hin mit der Zeit, oder? Nee, nee, ich komm nicht mehr hin. Wird noch ungefähr bis Westerburg kommen, wenn es so weiterläuft jetzt, wenn nichts weiter dazwischen kommt, aber weiter komme ich nicht. Was meinst du, wann wären das? Stunde. 55 Minuten ungefähr. Pass auf, ich quatsch mal gerade mit Marc, dann könnte man es ja machen, dass ich vielleicht ablösen komme. Ja, das wäre ganz cool. Na klar, ich lasse dich ja nicht da stehen. Dann machen wir das so. Also ich guck mal, ich denke mal, Westerburg müsste klappen. Ach so, oben auf dem, ja, ich weiß, wo du meinst, ja. Ja. Da in der 70er-Zone. Jetzt weiß ich, wo du meinst. Ja. Ja, super. Alles klar, Schatz. Gut, bis gleich, ne? Bis gleich, tschüss. Ciao. Das ist Jan Zimmer, wiss. Jetzt werde ich nicht nur abgelöst, sondern werde auch noch vom Tobi abgelöst. Das ist echt cool. Aber die Lenkzeit neigt sich rapide dem Ende zu. Gleich muss sie anhalten, egal wo. Also das wird jetzt echt eine sauknappe Kiste. Ich habe noch 2 Minuten zu fahren. Also ich glaube, das wird echt eine Punktlandung. Das war aber heute auch echt. Also da haben wir heute nach der kurzen Nacht, habe ich da heute echt noch mal den Tag komplett ausgeschöpft mit dem, was ich zur Verfügung habe. Eine Minute. Eine Minute noch. Also so knapp hatte ich es echt schon lange nicht mehr. Aber der Stau, der hat mir da echt das Genick gebrochen heute. Überschrittene Lenkzeiten kommen Fahrer und Spediteure teuer zu stehen und müssen unbedingt vermieden werden. Sonst drohen Strafen von bis zu 240 Euro. Immerhin, Tobi ist schon am Treffpunkt. Da ist man mal so richtig aufgeregt. Da fiebert man mal richtig bei sich selber mit. So, schaffe ich es noch, schaffe ich es noch? Eine Minute, eine Minute. Jetzt ist er auf Null umgesprungen. Und da vorne kommt der Parkstreifen gleich. Eieiei, das nenne ich mal echt eine Punktlandung. Noch ist er auf Null. Ich habe nichts überzogen. Geschafft. Und Ritter Tobi wartet auch schon. Lief jetzt besser zum Schluss. Ja, jetzt lief super, aber vorhin war echt scheiße gewesen. Ja, halt bald eine Stunde verloren. Alles, ne? Nachmittag. Tobi lenkt nun auf seine Fahrerkarte den LKW Richtung Heimat. Tinka wechselt von 450 auf 180 PS ins Wochenende. Auf zum Trucker-Treffen.